herzlich willkommen hier, Tag 3 auf unserer Baustelle hier im Kletterwald. Heute bin ich zumindest auf der Baustelle allein. Ich möchte heute die zweite Konstruktion von den Balken oben aufschrauben, damit wir dann das Geländer befestigen können. Balken zuschneiden. Dann ziehe ich mir die Balken nach oben. Passt das Ganze ein bisschen an. Dann werde ich die verschrauben. Dann sind für heute Mittag leider wieder Gewitter angekündigt und dann hoffe ich, dass das Gewitter nicht hierher kommt, dass ich möglichst lange an dem Baumhaus weiterarbeiten kann. Ja, und wie es weitergeht auf der Kletterwald-Baumhaus-Baustelle, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Reinschauen. Ja, ich bin hier oben angekommen im Vogelnest. Ich habe die Balken hochgezogen. Die und mein Werkzeug habe ich auch hochgezogen. Jetzt werde ich mir hier oben drauf noch die Balken ausrichten. Dann spackse ich die mal hier oben drauf fest. Muss alles vorgebohrt werden, ganz klar. Und dann mache ich erstmal Mittagspause. Dann gucke ich mal nach dem Wetter. Weil, wie gesagt, es soll heute Mittag eventuell Gewitter geben. Dann säge ich mir noch die Balken schon mal zurecht für die Geländerkonstruktion. Und ich zeige euch jetzt, wie es weitergeht. So, die Balken sind verspackst alle miteinander und jetzt wie angekündigt mache ich erstmal eine Mittagspause, weil ich habe ordentlich Kohldampf. Ja, und dann nachher schneide ich mir unten noch entsprechend die Hölzer
und mache eine Bestandsaufnahme, was noch alles fehlt, damit ich morgen Material bestellen kann. Wie es weitergeht, zeige ich euch jetzt. Hier nochmal aus den Bäumen heute Abend. Jetzt habe ich mir noch die Balken, die ich heute Vormittag gemessen habe, noch gesägt und hier hochgezogen. Die liegen jetzt schon mal hier, gut verstaut. Ich packe jetzt hier oben noch das Werkzeug zusammen. Ja, auch heute wieder ein gutes Stück weitergekommen und bei der Hitze auch ausreichend getrunken, würde ich sagen. Jetzt bin ich auch ein bisschen kaputt, muss ich sagen, von dem Seilaufstieg hier oben. Die Kopfarbeit, nachdenken, wie muss ich was wie positionieren. Ja, ich mache jetzt Feierabend, seile mich noch einmal ab, räume alles zusammen und dann geht es morgen weiter. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen und besucht uns wieder auf unserer Baustelle hier im Kletterwald. Besucht demnächst das Vogelnest und demnächst Baumübernachtung im Vogelnest im Kletterwald Wetzlar. Schreibt eure Fragen einfach unten bei die Kommentare, dann beantworten wir die sehr gerne. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie es weitergeht, zeige ich euch jetzt hier auf der Kletterbaustelle. Ich räume jetzt noch meine Sachen zusammen. Dann mache ich Feierabend für heute. Ich bin fast schon nass geschwitzt. Und freue mich auf eine Dusche und ein leckeres Abendessen. Bis, ich würde sagen, bis neulich. Wahrscheinlich morgen geht es weiter hier auf unserer Baustelle. Tschüss.